DMV, ich hab Tele DMV, ich hab Tele DMV auf den Computer eingestellt. Tele DMV, ich seh Tele DMV. Am Sonntag, da mach ich an, weil ich nicht anders kann, denn die neue Wocheninfo läuft dann. Tele DMV, ich hab Tele DMV, ich hab Tele DMV auf den Computer eingestellt. Tele DMV, ich seh Tele DMV. Herzlich willkommen aus dem Studio an der Pyramide in Remscheid-Krimholl. Hier ist das Remscheider Fernsehen TeleDMW mit der Wocheninfo Nummer 483 und den Breaking News aus Remscheid und einer anderen Stadt. Die gehen diesmal bis zum 8. September 2024 und haben folgende Themen. Noch ein Wald mit Metallplaketten an den Bäumen. Remscheider Drogenlagerist wurde verhaftet. Schwer verletzte Pizzas an Kinder wegen Unfall verschenkt. Ein unbelehrbarer Autofahrer musste sein Auto abgeben. Außerdem haben wir selbstverständlich noch die Verkehrsmeldungen für Sie und Programminfos. Ich habe vor Ihnen Platz genommen. Ich bin der Herr Westkamp. Ein Remscheider Drogenlagerist wurde endlich verhaftet. Ein anonymer Hinweis auf einen Händler illegaler Betäubungsmittel aus Remscheid führte im März 2024 zu der Einrichtung einer Ermittlungskommission. Im Rahmen der Ermittlungskommission Schore erlangten die Kriminalbeamten in den folgenden Monaten Hinweise auf regelmäßig stattfindende sogenannte Beschaffungsfahrten aus den Niederlanden. Ein 46-jähriger Deutscher aus Herzogenrath fungierte dabei als Lieferfahrer der Drogen. Er belieferte einen 45-jährigen türkischen Remscheider, der die Betäubungsmittel in einer Wohnung lagerte, ehe er sie auf der Straße verkaufte. Die Beamten erlangten zudem Hinweise auf eine 47-jährige russische Leverkusenerin, die in gleicher Form agierte wie der Remscheider. Am Montag, dem 2.9.24, gelang es den Beamten, den 46-jährigen Deutschen im Anschluss an eine Beschaffungsfahrt aus den Niederlanden in Herzogenrath festzunehmen. Anschließend wurden in Herzogenrath 3 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Alle Täter sind in Untersuchungshaft. Jetzt muss ich doch mal schmunzeln, das hat doch die Redaktion nett geschrieben. Schwer verletzte Pizzas an Kinder wegen Unfall verschenkt. Am Mittwoch, dem 4.9.24, kam es gegen 15:49 auf der Beisieperstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger eiliger Pizzataxifahrer fuhr mit seinem Ford Mondeo aus der Straße Neuenhof und wollte nach links die Beisieperstraße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß mit der Kawasaki eines 51-Jährigen. Der aus Richtung Zentralpunkt die Beisieperstraße entlangfuhr und seinerseits in die Straße Neuenhof abbiegen wollte. Ein Schmerzschrei war zu hören. Der 51-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Pizzas wurden schwer verletzt und an herumstehende Kinder verschenkt. Der Sachschaden liegt bei ca. 5.000 Euro. Im Unfallbereich kam es während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen. Noch einen Wald mit Metallplaketten an den Bäumen haben wir jetzt. Seit Samstag, dem 7.9.24, gibt es jetzt auch in Lennep einen Begräbniswald.
Der Bestattungswald Klebachtal, so heißt er, wurde mit einem Gottesdienst und einer Begrüßungsrede vom Oberbürgermeister Mastweis um 13 Uhr eröffnet. Der Bestattungswald Klebachtal bietet eine Alternative zu traditionellen Bestattungsformen. Hier kann die Asche von Verstorbenen in einem Waldgebiet oberhalb der Wuppersperre beigesetzt werden. Die Bestattungen erfolgen ausschließlich in biologisch abbaubaren Urnen. Die Grabstätten sind nicht mehr durch Grabsteine gekennzeichnet. Eine diskrete Nummernplakette aus Metall an den Bestattungsbäumen informiert über den Ort der Beisetzung. Die einzige Gestalterin des Bestattungswaldes und der Grabstellen ist die Natur mit Hilfe ihrer vier Jahreszeiten. Neben dem Bestattungswald Klebachtal gehört auch der zukünftige Bestattungswald Ehringhausen zur Begräbniswaldgesellschaft Remscheid. Die Eröffnung in Ehringhausen nahe des dortigen Sana-Klinikums kann aufgrund der im dortigen Waldbestand aufgetretenen klimabedingten Schäden leider erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Der alte Bestattungswald Kempkenholz bleibt an der Grüne oberhalb der Haddenbach natürlich im Betrieb. Schauen wir nun ins Bergische Land, und zwar in die Hauptstadt des rheinisch-bergischen Kreises nach Bergisch Gladbach. Dort gibt es nämlich einen unbelehrbaren Autofahrer. Was da los war, werde ich Ihnen sofort erzählen. Bergisch Gladbach. Am Mittwoch, dem 4.9.24, gab es eine Trunkenheitsfahrt, bei dem ein Bergisch Gladbacher ohne Fahrerlaubnis und mit knapp 1,6 Promille mit seinem PKW auf der Franz-Heider-Straße unterwegs war und erwischt wurde. Da hatte die Polizei was zu feiern. Nun kam es erneut zu einem Aufeinandertreffen zwischen dem 61-Jährigen und der Polizei. Im Rahmen einer Streifenfahrt konnten die Polizeibeamte den 61-Jährigen nur einen Tag später morgens um 8 Uhr erneut fahrenderweise in seinem PKW auf der Kempener Straße im Stadtteil Paffrath beobachten. Der Bergisch Gladbacher wurde umgehend durch die Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Wobei ihnen abermals starker Alkoholgeruch im Atem des Mannes auffiel. Der Bergisch Gladbacher wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachtes einer Trunkenheitsfahrt belehrt und willigte einem freiwilligen Atemalkoholtest ein. Dieser ergab sodann einen schönen guten Morgenwert von 1,2 Promille. Aufgrund der wiederholt begangenen Verkehrsstraftaten innerhalb kürzester Zeit wurde der PKW des Beschuldigten nun durch die Polizei sichergestellt. Ein Anzeigencocktail mit Zitrone oder ohne folgt. Ich staune ja, wie lange diesmal die Radar-Bollerwagen am alten Fleck bleiben. Zum Beispiel der auf der Freie Straße 45A, der Wagen 750, steht seit dem 29. August dort. Wird wohl Montag, Dienstag oder Mittwoch eingesammelt. Der geht ganz schnell weg. Auf der Klausener Straße 78A soll auch noch einer sein, der Wagen 749, seit dem 30. August. Und der dritte soll wohl in Hämmern gesehen worden sein. Das ist nicht überprüft worden, also Hückeswagen Hämmern, also zwischen Hückeswagen und Wipperfürth, was hat der da zu suchen? Behauptet ein Taxifahrer. So, dann haben wir noch Vollsperrungen. Die Schulstraße in Lüttringhausen ist gesperrt, die Gertenbachstraße, dann haben wir die Morsbachtalstraße mit einer Vollsperrung belegt, die Güldenwerther Bahnhofstraße auch, am Eichholz ist auch gesperrt, denn
In eine Richtung zumindest, denn es ist eine Einbahnstraße. Und am Grund, also kommen nicht zum Oehlingrad nicht richtig rauf. Und außerdem noch die Jöstingstraße am Hasten ist auch noch eine Vollsperrung. Wo sie schön fahren dürfen, aber auch viel bremsen müssen, ist an folgenden Stellen. Auf der Freiheitsstraße gibt es jetzt einen Angriff auf ihren Führerschein. Sie sollen tatsächlich nachts von 22 bis 6 Uhr wegen Lärmschutz Tempo 30 einhalten. Das packen die meisten nicht. Ja, die Wanderbaustelle an der Klarenbach ist noch da. Hier auf der Ronsdorfer Straße steht alles still. Da vorne steht sie, die Baustellenampel. Die sorgt für Stau, besonders im Berufsverkehr. Planen Sie hier etwas mehr Zeit ein. Eine Baustellenampel, die sorgt mächtig für Ärger und für riesigen Rückstau. Wer meint, über die Stockterstraße hier reinfahren zu müssen, der wird genauso im Stau stehen und verzweifelt sein. Werktags ab 6.30 Uhr geht es los. Dann läuft hier nicht mehr viel, dann kriecht hier alles nur noch oder steht alles still. Wer schwache Nerven hat oder es eilig hat, soll diese Straße am besten gar nicht nutzen, denn die ist unbrauchbar für Autofahrer, die bergab wollen. Und auch von Solingen aus ist das gleiche Spiel zu sehen. Hier ist eine Schlange, die geht schon bis nach dem Lidl her. Wollen Sie nach der Goldenbergkurve schnell über die Remscher Straße nach Nüttringhausen fahren? Da gibt es jetzt Kontaktschleifen, und zwar vor der Schule Goldenberg. Hier ist auch ein Starrenkasten installiert worden, den man besser sehen kann durch diese tolle Deutschlandfahne. Also dort, wo die Deutschlandfahne ist, bitte vorsichtig fahren. Hier ist von 7 bis 21 Uhr Tempo 30. Die Baufirma in der Hardenbach hat unheimlich auf der Ronsdorfer Straße Mist gebaut. Sie hinterlässt die Baustelle fürchterlich. Wenn Sie nachts hierher fahren, bitte Vorsicht, höchstens Tempo 20. Hier sind Schlaglöcher und Fräskanten. Es könnte ganz laut knallen in Ihrem Auto, wenn Sie hier drüber fahren. Sie könnten sich die Achse natürlich kaputt machen. Und natürlich auch die Stoßdämpfer. Also Vorsicht auf der Ronsdorfer Straße, fahren Sie langsam. Genau in der Mitte zwischen den Fahrbahnen sind die schrecklichen Stellen, die jedes Auto zur Verzweiflung bringen und natürlich auch den Autofahrer. Das wird hoffentlich noch repariert. So kann man das nicht hinterlassen. Die Stadt Remscheid müsste mal so richtig den Bauarbeitern auf die Finger klopfen. Das geht nicht. Radfahrer werden sich ganz schön wehtun. Und auch vor allem Motorrad- oder Mofa-Fahrer. Das kann man nicht so hinterlassen. Also bitte Vorsicht auf der Ronsdorfer Straße, Fräskanten und Schlaglöcher, soweit das Auge reicht. Das, meine Damen und Herren, waren die Nachrichten. Schnell noch zwei Programmhinweise für unser drittes Programm, TeleDMW Live. Es gibt schon seit einigen Tagen eine neue Sendung dort, die ist natürlich live, die nennt sich Das Quiz. So gegen 23 Uhr muss ich 10 Minuten lang 12 Fragen beantworten und die sind verdammt schwer. Die Zuschauer können live in den Chat schreiben und mir helfen. Oftmals machen auch die großen Blödsinn und die Fragen werden falsch beantwortet. Das Ziel ist es, von Platz 43.000 auf Platz 1 zu kommen. Täglich eine Runde ist immer wieder spaßig und spannend. Verpassen Sie diese tollen 10 Minuten nicht. Dann haben wir noch einen Film, einen neuen, aus der Rubrik DMW on Tour. Ich war in Luxemburg beim RTL-Sender Hosingen und musste feststellen, dass alle Antennen vom Radioturm runtergeholt wurden, von einem 200 Meter hohen Turm. Warum, weiß kein Mensch. Außerdem zeige ich Ihnen mal die Zigarettenpreise und die Benzinpreise, wie die so in Luxemburg sind. Ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss! Tschüss. Ich kann nicht warten. Hier ist das Remscheider Fernsehen, TeleDMW.
vom Remscheider Fernsehen. Mein Name Jürgen Dres. Kornblumen, oder? Und wir fahren wie Vampire. Ich wusste immer schon Remscheid. Remscheid weiß Bescheid. Remscheider Fernsehen. Verehrte Zuschauer, kennen Sie eigentlich schon die beiden Chaoten Schlaubi Schlumpf und den Hauskater Satan? Die beiden sind meistens im Regieraum, bevor der Herr Westkamp seine Live-Talkshow hat, und machen alles unsicher. Wenn Sie mal miterleben wollen, worüber Herr Westkamp sich aufregen muss, gehen Sie doch einfach auf den Spaß-Power-Kanal, dem zweiten Programm von Tele DMW. Hier sind Sie als Podcast zu finden, denn ein Überwachungsmikrofon hat alles mitbekommen. Sie hören jetzt eine kleine Kostprobe. Viel Spaß! Ich möchte keine Geburtstagstorte. Ich habe gesagt, es wird nichts geschenkt, damit das hier keiner mitbekommt und damit ich keinen ausgeben muss. Hast du das jetzt mal allmählich begriffen? Na Kleiner, wie lang ist denn deine Zündschnur? Ich hab Feuer dabei. Tele DMW Spaß Power Kanal. Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Alfred von D-Light 1224 AM. Wir sind ein Radiosender aus Coevorden, Holland, und wir senden auf Mittelwelle. Ich grüße alle Zuschauer von Remscheider Fernsehen, Tele DMW. Tele DMW. Hallo, liebe Zuschauer vom Remscheider Fernsehen. Ich habe heute wieder den Spruch der Woche für Sie. Und den Kommentar hört man natürlich von der Nordsee. Und der lautet heute: Man kauft die Katze nicht im Sack. Genau. Und bitteschön. Beim Einkaufen nehme ich immer einen Lachsack mit. Ja, diese Einkäufe liebe ich. Hier war das Remscheider Fernsehen Tele DMW. Bis nächste Woche.